Frostbite 3 Engine. Ja, was spielen wir denn da? Ich würde sagen, prepare for Battlefield 4. Und damit willkommen zu meinem Let's Play zu Battlefield 4 nach über 100 mal 5 Spielstunden. Kleine Rechenaufgabe am Rande. Werde ich mich jetzt mal der Kampagne widmen. Ich bin wie gesagt noch ganz frisch, ich habe die noch keine Minute gespielt, bisher bloß den Multiplayer. Und von daher erwarte ich mir eine Menge Spaß, jetzt nicht unbedingt, weil das Spiel so gut ist, sondern einfach, weil kuriose Dinge passieren oder sonstige dergleichen. Und ich drücke einfach mal Enter, so wie das Spiel mir das empfiehlt. Okay. Deutsch müsste es ja sein, denn das sind deutsche Wörter, die wir sehen. Kommt gleich wieder Einblendung, ey. Oh, was machen wir denn? Schwierigkeitsgrad. Nach 500 Spielstunden könnte ich eigentlich mal schwer spielen. Dieser Schwierigkeitsgrad bietet Gelegenheit Spielern und Neulingen. So wird Battlefield 4 bei DICE gespielt. Aha, DICE. So spielt er das also. Ja, nice. Was mache ich denn? Wenn ich jetzt auf schwer mache und dann scheitere, dann wird es natürlich dann ein Witz werden. Deswegen mache ich jetzt einfach mal normal. Ich mache mal normal. Und wir sehen einen Ladebildschirm. Aha, und eine Maus. Ich weiß gar nicht, ob ihr die jetzt seht im Spiel. Ich weiß nicht, ob das mit aufgefangen wird. Ich ziehe gerade meine Kreise. Vielleicht könnt ihr es sehen. Eine 8. Bin ich echt mal gespannt, ob das draufkommt. Oh, toll, Musik. Die darf ich dann bestimmt mal rausschneiden. Entweder quatsche ich jetzt drüber oder ich setze sie dann ganz leise. Ich glaube, eine Mischung aus beiden macht's. Aber wir kriegen gleich schon mal eine Trefferanzeige von oben rechts. Gar nicht gut. Musik ist ja nicht schlecht und finde ich auch ganz gut im Spiel. Bloß das auf einem YouTube-Kanal. Oh, jetzt kriegt man einen Treffer von hinten. Ist natürlich suboptimal. Ah, wir fahren Auto. Bloß irgendwie was ist verkehrt. Okay, es spielt doch auf Englisch, aber deutsche Untertitel. Oh, die Scheibe hält das nicht mehr ganz lange aus, denn der Druck wird immer größer. For the wolf to survive, it's got to chew off its own leg. Fire! Negative, don't do it! Now, Wrecker, shoot out the window! Dramatik pur, gleich zu Beginn. Und wir sind also Wrecker und zögern wir? Zögern wir? Nein, wir schießen. Okay, Spiel schon zu Ende. Nee, doch nicht. Oh. Wo sind wir denn hier gelandet? Oh, dann krieg ich mal eine Waffe bekommen. Mit Laser. Kann ich den Laser ausmachen? Ich mag die Laser doch nicht so. Und ein Holovisier haben wir auch noch. So, Laser erstmal aus. Ja, man muss sagen, das Spiel ist auch im Singleplayer eine recht sehr ansehnliche Sache. Kann man nichts dagegen sagen. Mal schauen, wie es spielerisch wird. Die Mausempfindlichkeit entspricht auch dem, was ich bei mir spiele. Hat zum Glück also alle Einstellungen übernommen. Warum jetzt bloß die Sprache auf Englisch ist, weiß ich nicht, denn die Einblendungen hier sind immer noch auf Deutsch. Aber soll mir recht sein, denn ich behalte einfach mal das Englische bei. Okay, Tür öffnen mit E natürlich. Niemand drin? Sind wir hier jetzt ganz alleine? Ah, schönes Bäumchen. Und ganz schön hell. Aber wir gehen einfach mal weiter. Erreiche den Unterschlupf, ist also das Ziel. Visieren kann ich nicht. Ich habe auch gar keine Munition, wie ich gerade sehe. Also wenn jetzt einer kommt, kann ich zumindest messern. Nee, kann ich auch nicht. Eine Zweitwaffe habe ich auch nicht dabei. Also bin ich jetzt ganz auf mich alleine gestellt. Ohne große Ausrüstung. Ja, es sieht auf jeden Fall schick aus.
Genug geschlichen, weiter geht's. Erreicht ihr den Unterschlupf? Ja, aber hier geht's schon mal nicht lang. Ich glaube, wir sind falsch abgebogen. Nö. Das kann doch nicht falsch sein, oder? Interessant. Hänge ich gleich zu Beginn des Spiels schon wo fest? Ja, drüber springen ist mir schon klar, aber wo soll ich hin? Okay, wir müssen auf jeden Fall dahinter, also wäre es ja günstig, irgendwie nach links zu kommen. Ja, hier geht's schon eher lang, oder? Hier gibt's eine Tür zum Öffnen. Oh, hier ist jemand. Sind das jetzt Freunde oder Feinde? Hä? Die Tür geht von alleine zu? Wie von Geisterhand. Wow. Brieftauben. Upsa. Ah. Unser Kollege. Ease up, Pack. Where the hell you been? After the handoff went pear-shaped, I came straight here. They were Russians, right? Spec ops, one second they're there, the next they're not. Take deep breaths, son. You got the intel? Oh, Intel habe ich auch dabei. Nice play. Shit. It's already daylight. We gotta get to the extraction point. You got a 20 on Irish? I thought he was with you. I'm breaking radio silence. Tombstone 3, Tombstone Actual. What's your 20? Tombstone Actual. Inbound from the north. Coming in hot. Ich will auch aufmachen. Lasst mich mitmachen. Kriege ich aber erstmal Munition, Leute? Ich brauche Munition. Ah, hier liegt ja was. Ja, ja, Waffenkiste. Oh, die Scar Age ist natürlich sehr gut. Habe ich jetzt auch gar nicht wiedererkannt, denn die sieht ja bei mir etwas anders aus. Kann ich die noch spezialisieren? Scar Age. Muss ich die jetzt wirklich mit den Dingern nehmen, die ich hier dran habe? Holovisier, Laser... Mündungsbremse, also bis auf den angewinkelten Griff ist das ja alles meine Ausrüstung, die ich nicht benutze. Na, dann leben wir jetzt erstmal so damit. Spotten, alles spotten. Hab mich schon ausgerüstet. Oh, Irish. Das war doch der, den wir gerade gesehen haben. Ein Hundefreund ist er auf jeden Fall nicht. Das sind noch, glaube ich, Zivilisten. Ups, das war ein Civi. Ja, mit der Skyage komme ich sehr gut zurecht. Ich lade bloß zu schnell nach. Denn 4600 Kills sprechen da, glaube ich, für sich. Denke ich, damit bin ich in dem Spiel auch gut bedient mit der Skyage. Die fallen hier aber auch um, wie die fliegen. Bleibst du schön liegen? Irish beschützen, er soll ja hochkommen. Kommt er durchs Fenster? Jo. Kann ich die Waffe jetzt ändern? Okay, wie meine Squad-Mitglieder sind die hier auch grün. Wir sind ja immerhin ein Squad. Und wie es mir scheint, redet unser Charakter, ich glaube Wrecker heißt er, nicht? Macht einen also auf Gordon Freeman. Hä? Angreifen? Aha, also mit Q ist hier angreifen, nicht unbedingt spotten. Ey, da machen die alles alleine. Toll, die haben jetzt hier... 5 Magazine verballert und ich habe die alle 3 doch selber erledigt. Na super, meine KI-Leute hier. Hier rumpelt's auch schon ordentlich. So, der ist schon mal weg. Ich wollte mir gerade ein Medkit vor die Füße schmeißen, aber... Oh, Kampagne. Baku Bronze. Okay. Die CZ, okay, die habe ich ja schon längst freigeschalten im Spiel. Das wird wohl der Singleplayer sein. Hä? Die machen ja gar nichts. Hier ist Granate? Medkit schmeißen geht ja nicht. Verdammt.
Ich wollte mir gerade ein Medkit vor die Füße schmeißen. Aber daran muss ich mich immer noch gewöhnen. Ich wollte auch die Pistole zücken, hat er die Granate rausgenommen. Okay, eine kleine Umstellung für mich. Wo sind wir denn jetzt gelandet? Verlasse die Schule. Eine Schule also. Die Umgebung ist zerstörbar. Ja, dann... Wand weg damit. Ach so, okay. Nicht mit der Granate, sondern mit C4. Genau. Haben wir es jetzt ausgerüstet? Gut. Alle guten Dinge sind 3. Und deswegen 3x C4. Kann ich das C4 wieder weglegen? Was kann ich überhaupt alles mitnehmen? C4 oder ein Granatwerfer? Ups. Dann bleibe ich erstmal... Hey. Blende... Hä? Jetzt komme ich wieder raus. Blende mir nicht so viel Müll ein, Junge. Oh, sieht aber sehr schick aus. Hey. Okay, Soflam. Na gut, Soflam ist ja eher im Wagen. Taktisches Visier. Nein? Nee? Mit Q? Ah, okay. Gedrückt halten. Okay. Und wie kann ich ranzoomen? Okay, die haben jetzt schon geschossen, weil ich die befehlt habe, anzugreifen. Ja. Immer noch die Scar Age. Die ZZ haben wir auch schon freigeschalten, aber ich bleibe auf jeden Fall bei der Scar Age. Damit fahre ich im Multiplayer ja auch ganz gut. Und die bin ich auch gewöhnt, bloß ich würde sehr gerne mal anders ausrüsten. Aber ich glaube, das muss ich mir alles noch erspielen. Ja, Entdeckungsanzeige ist nichts Neues für mich. Jetzt fehlt mir natürlich auch noch mein Zweifach-Zoom. Hey, jetzt hat er uns weggeschoben. Jetzt hole ich mal eine andere Deckung. Mensch, Mensch, Mensch. Hier vorne steht da schon einer. Na, jetzt noch die Wand davor. Hier kommen wir nicht rüber, so wie es scheint. Ne, da hat uns einer umlaufen. Oder wir ihn. Ansichtssache, würde ich meinen. Hm, haben sie alle erledigt, dann gehe ich auch wieder mit vor. Oder ich bin ja an vorderster Front. Die hätten sich ja alle noch zurück, die Kollegen hier. Was machst du denn da? So, der ist auch weg. Da ist aber noch irgendwo einer da vorne. Munition aufgetankt. Oh, ein Heli. Helis in Videospielen, das kann doch nicht gut gehen, oder? Ah, wie sieht denn das hier aus? Schön blauer Himmel und Gegner. Ha, der steht ohne Deckung. Du erhältst gelegentlich Unterstützung von verbündeten Truppen. Sie greifen automatisch dieselben Ziele an, für die du auch deinem Squad den Angriffsbefehl erteilst. Okay, wir sind also Squad-Leader, haben wir ja schon mitbekommen. Kann ja nicht schaden. Ah, ein Fahrzeug. Ungünstig. Dann mach den mal kaputt, Heli. Aber mit einer Minigun auf das schwere Fahrzeug? Schwierig. Ihr merkt schon, ich spotte wie wild, das bin ich. Upsa! Aus dem Multiplayer einfach gewöhnt. Na, wo rennt dann hin? Dann gehe ich einfach mal über die Flanke hier. Wo steht denn das Scheißteil? Was? Granate werfen? Ich möchte aber gar keine Granate werfen. Ich soll auf jeden Fall da runter. Hey! Ah, den hat's noch nicht erledigt. Au, oh, das war eine Granate. Und den Kollegen hat's erledigt. Ja, da läuft doch noch was. Den nächsten erledigt. Hier ist aber wenig Deckung. Oh, das sind explosive Fässer, oder? Jupp. Die jagt man lieber gleich hoch. Und ich bräuchte mal langsam wieder Munition. Die Scar Age mit nur 20 plus 1 Schuss im Magazin hat nun nicht so viel zu bieten, aber dafür in jeglicher anderer Hinsicht macht verdammt viel Schaden. Den Rückstoß kann ich locker kompensieren, da habe ich keine Probleme damit.
Was macht der denn da? Jetzt springt mir auch noch ein Kollege hier vor die Flinte. Na, so geht's nicht. Ey, den wollte ich nehmen. Jetzt kommen die mir ja doch zuvor. Ah, da ist er wieder. Der Heli gibt bestimmt auch Saures auf den Kollegen. Ups, jetzt schießen sie mit unschönen Sachen. Und hier stürzen auch schon wieder ein paar Gebäude zusammen. Oder Baugerüste. Gut, da kommen sie raus. Wie viele sind denn das? Ich gehe in Deckung. Medkit schmeißen geht ja nicht. Okay, die UTS. Das ist eine Schrotflinte. Benutze ich nun nicht sehr oft. Leute, könnt ihr mir mal Munition geben? Nee, kann ich sie bloß markieren. Ich gehe mal hier runter. Da unten ist noch einer, den haben sie jetzt gar nicht gesehen. Eine Granate haben sie geworfen und hier sind wieder Propangasflaschen. Sehr explosive Sachen. Oh, sag mal. Ich komme hier nicht rum. Schmeiß ich mal eine Granate. Geh doch hoch. Ah, okay, das war eine Splittergranate. Mehrfachkill. Deswegen brauchen die so lange, aber hier fliegt doch eine Granate. Da ist nämlich noch einer. Beschwert sich über eine Granate, wird aber umgebracht. Ich würde sagen, hier ist gerade eine ganz gute Stelle, um die Folge zu beenden. Wenn sie euch gefallen hat, dann gebt mir einen Daumen hoch. Es wird weitergehen mit Battlefield 4. Ich spiele die Kampagne natürlich durch. Mal schauen, wie viele Stunden es uns erwartet. Ihr könnt mir auch gerne einen Kommentar da lassen. Also, wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Bis dahin, ciao, tschüss.